Hallo, hallo, Koch mit Andrea. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich mache heute eine Blumenkohlsuppe, fettreduziert. Wie gesagt, ich nehme euch gleich mit dazu. Ich habe allerdings tiefgefrorenen Blumenkohl genommen. Ihr könnt auch frischen nehmen, aber den hatte ich nicht im Haus. Und dann 600 Gramm Blumenkohl, gefrorene nehme ich. Guckt. So, dann kommt 600 Wasser rein. So, und alles fällt runter wieder. Und 2 Teelöffel Gemüsepaste oder Brühe, das ist so wie ihr habt. Ich habe jetzt gekörnte Brühe da. So. Das Ganze jetzt 3 Sekunden auf Stufe 5. So, ich zeige es euch. So sieht es dann schon mal aus. Und das Ganze köcheln wir jetzt 20 Minuten. 20 Minuten. Auf 100 Grad. Stufe 2. Wenn ihr frischen Blumenkohl nehmt, 650 Gramm, dann müsst ihr auch 750 Gramm Wasser nehmen bei frischen Blumenkohl. Wie gesagt, ich habe es reduziert, weil da ja noch Wasser drin ist, weil es gefroren ist. Und wenn die 20 Minuten um sind, dann hole ich euch wieder mit dazu. Dann bis gleich. Oh, die Zeit ist gleich um. So, seht ihr? So, ich zeige es euch mal so, wie es aussieht im Moment. Guckt so. Und jetzt tue ich noch ein Esslöffel Sahne zu. Ihr könnt auch die fettreduzierte Kochsahne nehmen, die es zu kaufen gibt. Oder halt richtige Sahne, das ist euch überlassen, wie ihr es haben möchtet. Na, mal gucken, ob wir das da. So, hat geklappt. Muskatnuss könnt ihr so nach eurem Bedarf reintun. So, und ein bisschen Kräutersalz tue ich noch rein. Ich tue so einen Teelöffel Kräutersalz rein. Und wer mag, kann dann das auch noch mit Pfeffer verfeinern oder mit Kurkuma, wer das mag. Aber das ist euch überlassen. So, und jetzt das Ganze 1 Minute auf Stufe 10.
Ihr könnt das auch die ganze Zeit auf 10 lassen, aber ich habe es halt wieder runtergedreht, das reicht mir. Und wie gesagt, Originalrezept tue ich euch wieder in die Infobox, so wie immer. Da schreibe ich euch auch rein mit frischem Blumenkohl und gefrorenen. Und ja, Daumen nach oben wäre ganz gut, ein kostenloses Abo. Und vielleicht auch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr von mir kein Video, wenn euch das so gefällt. Und anders sehen wir uns dann irgendwann wieder beim nächsten Video. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich zeige euch ja jetzt noch die Suppe, wie sie aussieht. Die ist richtig schön cremig. Guckt mal. So sieht sie aus. Ich nehme euch mal mit runter. Ich muss ja dann sowieso den Teller anrichten. Zeige ich euch mal, wie cremig die ist. Guck mal. Richtig schön cremig. Und schmecken tut die auch richtig lecker. Ich habe die schon ein paar Mal gemacht. Vielleicht könnt ihr die jetzt noch ein bisschen abschmecken, so wie ihr das möchtet. Mir reicht das so. Ich finde das salzig genug. Ich richte das jetzt an. Und dann zeige ich euch das noch auf dem Teller. Mache ich ein Foto dazu, entweder davor oder da hinten. Das werdet ihr ja sehen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und vielleicht hat euch das Video gefallen. Und dann hören wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, eure Andrea. Ciao.